Okay, überstanden. Du kennst ihn und er kennt dich. Was geht denn jetzt ab? Alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Lesnitzki, der Verräter. Perfekt, Lesnitzki. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitzki? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Ich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant, aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Was dieses schwarze Viech alles kann, meine Fresse. Zum Glück kann das Viech verstehen, warum ich töte. Hier lang? Wie soll ich denn da lang? Achso, ja. So geht das natürlich auch. Haben wir ja schon das. Der Sie hat mich geprägt. Ich gehe überall rein und gucke nach, ob es was zu finden gibt. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Also ich würde mich einfach raushalten und mich verpissen. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Tschüss. Den oh, krass. Wen, was? Ich gehe voraus. Danke.
Oh. Hast du gesehen? Der kleine Mensch sucht einen anderen Menschen. Anders als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Mutter. Schnell Filter wechseln. Meine Fresse, wie viel Schuss hält dieses Scheißviech denn aus? Ist doch ein Scherz. Wies er voraus. Wies er nichts von uns. Hungrig. Kann ich hier irgendwie weiter? Ah, krass. Der bringt mir Munition. Haha, du kannst ja nicht rein. Verdammt dunkel hier. Scheiße. Genau wie bei meiner Familie. So nennt man das also. Raketen. Das merke ich mir. So. Das ist das Schwarze und da oben fliegt irgendwo ein Dämon oder so. Ich höre ihn zumindest. Ein ungutes Gefühl. Oh, Scheiße, es ist zu radioaktiv. Das ist hier so radioaktiv. Und wo muss ich hin? Da hinten lang.
Da ist eine Leiter. Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Ja, toll, dass du das Wort kennst, aber ich stürze sie ab. Das war ein bisschen zu spät. Er kommt mich jetzt bestimmt besuchen. Was ist denn so traurig? Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Ich weiß nicht, was dieses Viech für ein Spiel mit mir treibt. Irgendwie ist es voll seltsam. Und es werde Licht. Schon viel besser. Hä? Ach krass, das ist doch die Szene am Anfang. Das ist Kanzler, das ist deswegen. Das bist du selbst. Vor langer, langer Zeit. Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich habe ich die U-Bahn, die U-Bahn. Den Krieg nur deswegen überlebt. Weil ich... Ich sehe nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall da hinten hin. Ja, auf jeden Fall habe ich den Krieg wahrscheinlich nur deswegen überlebt, weil ich gerade in der U-Bahn war, als ich klein war. Oh, und ein langer Tunnel mit einem Licht am Ende. Von hier aus kenne ich nur einen Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Wahrscheinlich sind sie auch alle involviert, deswegen alles vorüber sein. Wird das keinen Sinn haben. Kann ich mir nicht erzählen. Hier ist Gefahr. Anders als vorher. Ich schwöre sie. Und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Tschüss, das geht ab. Macht es einfacher, mich zu verstehen. Boah, krass, warum sind hier so viele Leichen im Stein eingeschlossen? Das geht ab. Verschüttet worden. Das ist ja schon ziemlich krass. Alle Straßen führen hier hin. Deshalb konnten sie nicht weg. Sie sind hier. Zu lange. So viele. Und sie wissen... Sie wissen, dass wir fühlen.